Und hiermit wieder herzlich willkommen zurück zu Dying Light. Wir sind hier im Stützpunkt vom Race. Oder Reis. Und wir mischen hier alle auf. Oh, das sind ziemlich viele Gegner oben, ne? Wo ist er denn? Was ist mit dir? Das ist weggesprungen. So, die muss ich natürlich auch looten. 5 Gewehr. Inventar voll. Das ist immer so blöd mit dem Inventar voll und hast du nicht gesehen. Und Polizeigewehr, ja, das habe ich jetzt. Sturmgewehr, Polizeigewehr. Okay. Die Hippe, die war gut. Nehmen wir sich auf. Die Böller schmeißen wir mal weg. Die Gartensichel schmeißen wir auch weg. Weg mit dem. Sturmgewehr, 137. Okay, die habe ich. Da sind ja noch irgendwo ziemlich viele Gegner gestorben. Die eventuell Munition haben könnten. Da vielleicht. Ah. Das Polizeigewehr habe ich schon, oder? Schauen wir mal kurz. 184 hat das. Nur mal einmal reparieren, das ist ja blöd. Alter, bist du jetzt runtergesprungen, oder was? Alter, du bist ja blöd. Alter, du bist ja blöd. Polizeigewehr. Ja, irgendwie kann ich bei denen nur aus der Hüfte schießen, ne? So, jetzt muss ich da jetzt wieder irgendwie hoch, ne? Nacht überlebt. Na, immerhin. Immerhin. So, hier nach oben. Man wird uns loben. So. Wohin jetzt? Was? Ist er hin? Ja. Alter, wie komme ich da hoch, sag mal? Ja, ich schätze mal, wir müssen hier rundherum. Na komm! Okay, jetzt weiß ich wieder, wie es zielen geht. Ah, wo bist du? Jetzt hier hoch? Okay, da war noch irgendwo einer. Zwei sind oben am Dach, sehe ich. Oh, wo seid ihr? Versteckt sich ziemlich gut. Alter, was ist mit dir?
Scheiße, meine Munition, ne? Na, wo seid ihr? Keine Munition? Ein schönes Messer hattest du. Du hast hier auch ein schönes Messer. Eine Hippe. So. Finden Sie den Eingang des Gebäudes. Es wird ja wohl nicht so schwer sein. So, ich hoffe, hier finden wir Munition, ohne Witz. Okay, Klinge. Naja, Munition war es nicht. Batterien, war auch keine Munition. Schauen wir mal in der schweren Truhe. Ja, ich wurde gefragt, was sind meine Top 5 Spiele zurzeit? Ja, das ist immer schwer zu sagen. Denn ist immer so abhängig, ne? Kann ich das auch mitnehmen? Cool, Zombie-Figur. Ja, nicht zu viel quatschen, weil sonst übersehe ich was. Ja, es ist immer abhängig, ne? Zurzeit ist es GTA 5 zum Beispiel, was ich gerne spiele und viel. Dying Light auf jeden Fall, WoW und vor allem, muss ich wirklich sagen, Heroes of the Storm, das ist wirklich ein Spiel, was ich... Das schlingt mich auf, ne? Ich muss wirklich sagen, das ist ein geiles Spiel, ich kann es jedem empfehlen, es macht absolut Spaß. Alleine sowie auch mit Freunden. Vielleicht mache ich in diese Richtung mal irgendwie ein Abonnenten-Special, dass jeder mal mitspielen kann, wenn es Free-to-Play wird. Zurzeit ist es leider noch in der Beta, das heißt, da hat nicht jeder Zugang und so. Schlossknacken, Mittel, machen wir. Na? Nee, hätte mich jetzt gewundert gleich auf, an Anfang hier. So, ne? Alter. Oh. Nee, weg ist er, gebrochen. Gebrochen wie die Ehre. Na, wo ist es? Vielleicht hier irgendwo? Nee. Scheiße! Ich hasse das Schlossknacken, ohne Witz. Ich hasse es. Es ist so unnötig. Bei den meisten Spielen, zum Beispiel bei Thief, da hat man gehört, wenn man richtig war, ne? Da hat man ein kleines Klicken gehört, dann wusste man, hey, jetzt drehst du. Oh, ich glaube, ich hab's. Na, aber fast, ne? Jetzt aber. Oh, langsam, 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 langsam. Memento Mori, schafft das. Oh, fast. Jetzt aber. Ah. Langsam. 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 Ja, wie gesagt, das ist unterschiedlich, was ich so spiele. Das kommt immer drauf an, ne? Früher Guild Wars, jetzt eher WoW. Also, es wechselt sich durch. Und Dying Light ist halt mein Favorite. Heroes of the Storm sauge ich auf, da wird es wirklich öfters was geben. Evolve spiele ich auch zurzeit. Ja, das war's eigentlich im Groben und Ganzen. Bald, ich glaube, ich kann es euch schon sagen, der Order. Durchspielen. Alter. Alter. Ihr Teppichklopfer. Immer mit den blöden Schlösser hier, die sind sowas von unnötig. Jetzt aber. Ich mach's diesmal ganz langsam, ganz langsam. Oh, ganz langsam. Nein! Ich habe über 100 Dietriche. Wie gibt's denn sowas? Ja, ich mach's auch eher nicht so gern. Muss ich sagen. Da kann schon passieren, dass man den einen oder anderen Dietrich zu viel hat. Bei mir sind's über 100.
Na, jetzt aber. Das kann sich. Ich könnte, glaube ich, ein ganzes Let's Play füllen mit Schlossknacken, ohne Witz. Jetzt aber. Wenn mir der wieder bricht, dann lasse ich es ohne Scheiß. Ich habe keine Nerven für das. Fang schon zum Schwitzen an. Fick dich doch. So, weiter geht's. So, hier ging es nicht weiter, denn... Wo war das? Wo war das? Wo war das? War das hier? Ne, hier war zu. Hier war es. Hier haben wir was übersehen. Eine Klinge. Und hier geht's rein. Oh ja, es geht rein. Ich habe ein tolles Gewehr. Die Schläger haben Sarah entführt, seinen Anhänger geplündert und seine komplette Ausrüstung gestohlen. Darunter auch die Forschungspakete, sofern Sarah sie bereits vorbereitet hatte. Ich muss ihn finden. Ja, ihn oder die Forschungsergebnisse müssen wir finden. Aber der Reis kriegt jetzt sein Fett ab, ohne Witz. Crane hier. Ich könnte gerade wirklich Hilfe vom GRE gebrauchen. Zu schade, Crane. Hier spricht das Verteidigungsministerium. Wie? Was geht da vor? Was ist mit dem GRE? Die Einflussnahme durch den GRE wurde reduziert. Wir haben die Führung übernommen und Haran zur Zielzone der Stufe 1 erklärt. Warten Sie, warten Sie! Sie können nicht einfach ein Flächenbombardement durchführen. Es gibt hier noch hunderte unschuldiger Zivilisten. Vielleicht tausende. Irrelevant. Es geht hier um die Sicherheit von Milliarden. Das verstehen Sie doch sicherlich. Okay, okay, hören Sie zu. Ein Wissenschaftler namens Sarah arbeitet hier in Haran an einem Heilmittel. Er steht kurz vor einem Durchbruch. Wenn Sie die Stadt bombardieren... Verstanden. Unwahrscheinlich, dass dieser Wissenschaftler wirklich nützliche Erkenntnisse vorzuweisen hat, aber... Sie haben 48 Stunden. Zu wenig. Viel zu wenig. So, ihr habt gesehen, was wir bekommen haben. Und zwar Armeewurfmesser. Okay. Ah, wo seid ihr? Teppichklopfer. Stromkabel, nehmen wir mit. Zigaretten, nehmen wir mit. Die wollten irgendwie flüchten, oder täuscht das? Oder sind die einfach nur unordentlich? So, Kaffee. Öffnen, Kühlschrank. Oh, lecker. Hafler, keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, er weiß selber nicht mehr. Hauptsache er stopft sich alles rein, ne? So. Haben die hier auch Kinder oder was? Das wäre blöd, ne? Das wäre wirklich blöd, wenn das ein Turm ist mit lauter Überlebenden und er versucht es halt eher auf eine andere Art und Weise zu retten, ne? Ist halt etwas abgeschumpfter, vielleicht etwas härter oder so, ne? Wo geht's jetzt runter? Lift oder was? Oh, okay. Mist, kaputt. Vielleicht kann ich ihn aufstemmen. Natürlich gönnen wir das. Ich hab's ja gedrückt, Alter. Das gibt's doch nicht. Ah! So viel drücken. Und jetzt? Na bitte. Ups. Ich dachte eigentlich, ich kann mich irgendwie festhalten oder so. Dem war wohl nicht so. Einsammeln muss ich nicht nochmal alles. Nee, ne? Da verschonen sie mich. Zum Glück. So. Okay, so geht's auch.
Perfekt. Geht es jetzt hier rein oder täuscht das? Oder hier? Vielleicht Zombies? Nee, ich höre jemand, wie er sein Messer wetzt. Oh je. Was zum? Halte der Halt! Schüsse aus! Die haben irgendwie bessere Waffen. Das hat wehgetan. Nö! Alter, ich hab... ein Aiming, das nehmen wir nochmal. Alter, den hätt's aber erwischen sollen, ne? Primitive Hacke? Nee. Mal schauen, wie gut eigentlich meine Hackenklinge ist. 88 nur, ne? Hm. 30 tödliche Wurfaxt? Okay. Simple Hacke. Hippe. Den nehmen wir und die werden wir auch etwas modifizieren. Aber mit was? Höllenfeuer? Elektrizität? Bluten? Hippe. Perfekt. Oh. Ups, also das war... keine Absicht. Alter, ich verschieß die. Die Hippe ist gut von denen. So. Ja, umschauen müssen wir uns natürlich auch etwas. So etwas, immer etwas auf die Minimap schauen. Denn wir wollen ja nicht irgendwie überrascht werden, ne? So, hier ein Pulver, Küchenkram. So, Baklava, ja, hau dir rein. Alkohol, perfekt. So, haben wir noch hier irgendwo was? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Im Bad vielleicht? Socken? Nö. Ja, ich wurde noch gefragt, ob ich gut bin in der Schule von El Monstro. Jein. Also ich war eigentlich im Durchschnitt, ne? Nicht irgendwie besonders auffällig. Aber untergegangen bin ich auch nicht, sagen wir so. Durchschnitt. In ein paar Fächern etwas besser, beziehungsweise gut. Und in anderen halt Durchschnitt. Oh je, was ist denn hier passiert? Okay, 21 Äxte noch. Wurfäxte. Alter, hier finde ich ja viel Zeug, ne? Okay, jetzt wird's wirklich spannend. Jetzt wird's wirklich spannend. Was erleben wir hier jetzt alles? Verwandeln sie sich in Zombies? Weil es sieht wirklich so aus. Alter Freund, wo steckst du denn? Da vorne steht jemand. Oh je, es ist wirklich spannend. Es ist und bleibt spannend. Ich trau mich fast gar nicht weitergehen, ne?
Aber ich habe so ein Elektro-Ding, da muss ich fast, ne? Ja, Leute, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Euer Mehmet Mori. Däumchen wären Träumchen. Mehr Fragen auf Ask wäre ideal. Ansonsten bis zum nächsten Teil. Euer Mehmet Mori. Doppelt hält besser. Ciao, ciao.